So, kommen wir zum nächsten Video. Euer Tommy am Start. Ich zeige euch, wie ihr mit der Kommandozentrale, also mit dem vorderen Teil, mit dem Quark, schwimmen könnt. Nur eins müsst ihr mal beachten, die Auspuff da oben darf nicht unter dem Wasser sein. Also kann nicht ganz schwimmen, sondern nur ein bisschen. Ich zeig's euch mal. Also ihr seht, passiert noch nichts. Kann noch ein bisschen rein. Passiert immer. Doch, jetzt braucht es Sauerstoff. Okay, da war ich ein bisschen zu weit drin. Okay, aber was noch cool an der Sache ist, passt man jetzt auf, er kann sogar wirklich schwimmen, solange es nicht zu tief wird. Ist das nicht geil? Und hier schön rumfahren, mal dieses hier beobachten. Und er ist sogar nicht mal langsam, wie ihr seht. Ich finde das einfach eine geile Sache, wo ich euch mitteilen wollte. Macht auch Spaß. Wie gesagt, macht das mal mit einem normalen Wagen, vergisst es. Und ich muss dazu sagen, es geht nicht mit jedem Truck. Hoppala, hoppala, da sind wir hingeblieben. Wie ihr seht, alles kein Thema. Der fährt und fährt und fährt. Uiuiui, da war irgendwas. Ja, wie ihr seht, alles kein Thema. Eigentlich echt eine geile, coole Sache. Wo bleibt man jetzt da hängen? Wir können das Ganze mal so beobachten. Wie gesagt, ist einfach eine coole Sache. Aber natürlich geiler ist es, wenn man es so sieht. So, dann hoffe ich mal, es hat euch soweit auch gefallen und ihr könnt gerne Kommentare runterschreiben, was ihr davon haltet. Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht? Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert, das kostet ja nichts. Und Daumen nach oben macht und mich vielleicht weiterempfehlt. Okay, dann sage ich erstmal von mir hier jetzt. Das war's erstmal. Und sag dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Neues von GTA, was so geht. Euer Tommy.